Minuten, da springt die Uhr gerade um. Thank you. Und ohne Seitenwechsel geht es weiter. Ivan Lendl eröffnet den zweiten Durchgang. 15 Lot. Man hat es im Gesicht von Lendl eben gesehen. Für diesen Return hat er Respekt. Er muss volles Risiko aufschlagen gegen Becker mit dem ersten und dem zweiten. Ein Ass. 40-15. Der Pass, genau. Verunglückt dieser Return, aber was soll's? 40-30. Eklatanter Fehler von Ivan Lendl. Juice. Und Boris Becker weiß natürlich sehr wohl, dass er hier trotz des vorherigen 40-15 seine Chance hat. Denn Lendl wackelt ein bisschen. Einstand also. Weicher Return mit der Rückhand diesmal von Becker und dann aus der Bedrängnis heraus vorbeigezogen mit der Rückhand auf die Linie. Vorteil Becker. Erstes Spiel im zweiten Satz, erste Breakchance. Tschüss. Super Return, erneut mit der Rückhand von Becker. Wieder Vorteil für den Deutschen. Advantage Becker. Da läuft Lendl einfach ins Leere. Juice. Kein Grund für Boris Becker, da sauer auf sich selbst zu sein. Der erste Aufschlag von links, zuletzt gut bei Lendl.
Advantage Lendl. Ecke denn aus, oder? Nein, auf die Linie. Da wollten beide Spieler schon auf ihren Stuhl gehen. Tschüss. Der Ball war gut. Ich selbst dachte auch, der würde ins Aus gehen, aber der Ball war eindeutig auf der Linie. Vielleicht bringt er da eine Zeitlupe Klarheit. Zunächst weicher, ziemlich weicher Rückhandreturn und dann Becker aus der Not heraus. Spielt den Ball auf die Linie. Zu Unrecht diese Diskussion, die jetzt Ivan Lendl mit Paulo Pereira aus Brasilien, dem Schiedsrichter, anfängt. Also erneut Einstand. Und sowas ist die Quittung für solche kleinen Ereignisse am Rande. Dritter Doppelfehler von Lendl. Solche Streitereien, solche kleinen Gespräche mit dem Schiedsrichter bringen auch ihn aus dem Konzept. Advantage Becker. Vierte Breakchance für Boris. Mit Mühe und Not den Punkt gemacht, Ivan Lendl. Juice. Aufschlag genau auf die Linie. Becker rutscht ein bisschen aus. Ein Rasenspieler war nie. Ich glaube, die Bilder haben es deutlich gemacht. Wird er wohl auch kaum noch. Na, der war ganz knapp draußen. Advantage Lendl. Zum vierten Mal jetzt Spielball für Lendl in diesem ersten Spiel des zweiten Satzes. Viermal hatte Boris bisher die Chance zu einem schnellen Break. Dieses erste Spiel ist jetzt bereits 10 Minuten alt. Wenn ich eben von natürlichem Spiel auf Rasen sprach, dann meine ich damit auch diesen Rückhandreturn. Wieder Einstand. Becker ganz ruhig und ich glaube, Ivan Lendl steckt in einer Krise. Advantage Lendl. Das Spiel für Ivan Lendl mit Mühe, mit großer Mühe, schwer.